Hey Internet und YouTube, wir sind zurück mir bei dem Fest. Mir gefallen die hübschen Lichter. Es gibt hier ein Licht. Dir brennt jemand. Findest du das schön, Minetti? Mir gefallen die hübschen Lichter. Oh, okay, ich hoffe, ihr habt euch erholt von dieser Party. YouTube. Süßigkeiten für das König Olaf. Oh, Süßigkeiten. Honignussschnitte, Apfelkuchen. Fleisch, zwei. Hier gibt es kostenlos zum Probieren. Okay, kostenlos, ich bin dabei. Okay, nee, wir können nicht. Lüdi, wir haben Aufgaben zu erledigen. Und zwar, weiß ich noch nicht welche, aber wir haben genügend. Und zwar denke ich, ich werde hier mal für klare Verhältnisse sorgen, indem ich der kaiserlichen Armee beitrete. Ihr solltet ihn mal singen hören. Mich? Das wird einigen wieder nicht gefallen, weil einige wieder schreiben werden, Sturmmäntel sind besser und so weiter, aber tja, die Chance ist 50-50, was ich mache. Eine Fraktion muss ich enttäuschen. Es bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ich denke, das könnte eine Metzel-Quest werden. Deswegen, ich bin für keine Partei eigentlich. Ja, gut. Aber Ulfric war mir bis jetzt sehr unsympathisch. Also, ne? Was bleibt mir schon übrig? Gell? Zaubertränke bekommt ihr in Angelines Aromalädchen. Hast du gehört? Ich sage euch, Ulfric plant einen Angriff auf Weißlauf. Er wäre verrückt, das zu probieren. Er hat nicht genug Leute. Die Berichte meiner Kundschafter sehen da anders aus. Jeden Tag schließen sich ihm mehr an. Rifton, Dämmerstern und Winterfeste stehen hinter ihm. Das ist keine Sache, das ist eine Rebellion. Baby. Ihr habt Helden überlebt? General Tullius hat mir erzählt, was passiert ist. Nicht viele haben es da lebend rausgeschafft. Tja, so bin ich. Ich habe ein gutes Gefühl, was euch angeht. Und das ist bei mir nicht häufig der Fall. Eine Kriegerin vertraut immer ihrem Bauchgefühl. Für euch habe ich eine kleine Prüfung anstelle der üblichen Vorgehensweise vorbereitet. Wenn ihr sie besteht, unterhalten wir uns über eure Zukunft bei der Armee. What? 300 Parts brauche ich noch immer eine Prüfung? Sag mal, was für eine Prüfung? Eine Prüfung, die eure Fähigkeiten unter Stress testet. Kein Thema. Ich schicke euch nach Festung Rarkstar, damit ihr sie säubert. Wenn ihr überlebt, habt ihr bestanden. Wenn ihr sterbt, habe ich keine weitere Verwendung für eure Leiche. Ach ja. Was ist dort? Viele der Festungen in den Weiten von Himmelsrand wurden von den Alten erbaut. Leider sind die meisten mittlerweile zerfallen. Und fast alle wurden von Banditen und anderen Vagabunden übernommen. Festung Rarkstad ist eine der wenigen, die noch so gut wie unbeschädigt ist. Wir werden hier eine Garnison errichten, aber zuerst werdet ihr die Banditen beseitigen, die sich hier breit gemacht haben. Da bin ich mir nicht zu sehen. Die Festung gehört schon so gut wie euch. Gut, das wollte ich hören. Und jetzt an die Arbeit, Soldat. Nennt es bitte, wie ihr wollt, General. Der Mann wird versuchen, Weißlauf einzunehmen. Jarl Balgruf. Lüdi, wir haben eine Aufgabe. Wenn ihr Waffen oder Rüstung benötigt, dann sprecht mit Beirand im Schloss Elend. Und zwar könnt ihr mal alle miteinander kurz die Klappe halten. Wirklich verdammt guter Schmied. Nur viel. Dialoge. Stimmen. Dazu noch die Stimmen in meinem Kopf. Ganz schönes Durcheinander. Ohne das Feuerfest wäre Einsamkeit nicht die gleiche Stadt. Wir schulden euch unseren Dank. Nur Bares ist Wahres. Ja, toll. Okay, säubere die Festung. Und zwar gehen wir von der Witwe rüber. So ist der Plan. That's the plan. Let's go! Das ist doch der falsche Weg? Oder? Nein? Ich meine, das würde hell sehen. Wie Rabennarbenhöhle? Wieso zeigst du. Okay. Dann gehe ich halt noch. Ja, ich meine, warum sollte der Hellseher-Zauber mich belügen?
Au! Was? Au? Lüdi? Wer war das? Wer war das? Komm her. Böser Fehler. Böser Fehler. Böser Fehler. Komm her. Was ist denn mein Gut? Was ist denn meine gute Stute? Was ist denn? Was ist da? Lass mich hier rein. Lass mich. Mann! Ah! Gott! Pferd! I hate you! Wo ist denn? Dieses Pferd! Was machst du hier oben? Ist alles so schief. Meine Güte, ihr blockiert. Ihr blockiert meinen Schattenmänner. Du, macht mich nicht wahnsinnig. Okay, lass mich in Ruhe. Nichts zu danken. Warum gehe ich jetzt diesen Weg? Da oben ist der Pfeil. Mir ist wurscht, ich gehe einen anderen Weg. Ist das hier ein Pfad? No, natürlich nicht. What? Ach was, ich gehe schon richtig. Instinktiv werde ich das machen. Kein direkter Weg sichtbar. Also keine Ahnung. Was ist denn hier? Eisgeist? Gut. Hallihallo. Yes! Zitzig! Warum schaue ich überhaupt nach? Haha! Very interesting. Lüdi, mach du das. Lüdi? Ich möchte mich nicht mit diesen Lappalien... Lüdi? Daneben. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Die Oberpfote, meinst du? Nee, da komme ich nicht drauf. Gut. Hier ist das, ist doch ein Weg. Perfekt, wir gehen außen rum. Kein Problem. Ich lass mal Lüdi kurz alleine mit dem Wolf. Was ist denn da? Schau's. Das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Yes, ich seh's schon. Wunderschön. Nein, das brauche ich jetzt nicht. Wir kennen uns. Wir kennen uns. Yes. Grundlagen der Schlossmechanik. Wozu? Brauche ich das? Niemals. Oh, hallo, Schneebär. Und ja, sitz. Hier los, hier soll es voll mit Trollen, oder? Nein, 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 nein.
Nein. Nein. Wer ist der böse Troll? Wer ist der tote Troll? Okay. Habe ich mal gefünft? Nee. Jetzt. Lüdi, hi. Kommt sie. Oh Mann. Jetzt werdet ihr sterben. Alle, die hier sind. Hurra, hurra, hurra. Ich wäre von hier gekommen. Gott, schön auf dem Weg. Perfekt. Zu der Wachposten. Du kannst ihnen sagen, der Tod ist gekommen. Naja, dann räumen wir im nächsten Part auf, denn diese ganze Umwelt geht ziemlich auf die Dateigröße. Okay, mach's gut. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn ich hier aufräume. Tschüss.